Hinterm Bauwagen, der Löwenzahn-Fan-Podcast mit Julian und CF. Ja, hallihallo, sage ich mal, in die Runde, in die Podcast-Runde, die ja langsam wächst, langsam und stetig. Ich hoffe, dass wir es heute nicht dazu bringen, dass Hörer abspringen, denn wir gehen ja heute auf ein anderes Terrain, lieber CF. Herzlich willkommen. Auch ja, dir. Ganz toll. Alle neuen erstmal gegen die Wand gefahren. Hallo. Ja, weil das natürlich alles Nostalgiker sind. Die wollen ja zurückblicken und das machen wir ja. Wir blicken zurück ins Jahr 2006. Was war nicht damals eine ganz andere Zeit, ne? Also. Ja, das ist ja das Komische. Wir besprechen jetzt eigentlich eine Neuzeit, die aber 15 Jahre her ist. Genau, das muss man ja erstmal klarkriegen im Kopf. Ja. Wir besprechen jetzt was Neues, aber wenn ich jetzt mein persönliches Jahr 2006 denke, das ist gefühlt schon sehr, sehr lange her. Also es ist, also wir werden alt, selbst das Neue ist schon ewig her. Ja, wenn ich zurückdenke, da bin ich noch in der Schule. Also es ist auch pure Nostalgie heute hier. Es ist und so. Da war Fritz Fuchs schon eingezogen. Ja, ja, ja. Und darum geht es heute. Der gute Fritz Fuchs ist am Start. Aber auch alte Bekannte, zumindest ein alter Bekannter auf jeden Fall. Und ich würde sagen, nicht lang schnacken, lass mal den Pressetext vorlesen. Ja, die Folge heißt Verblüffende Entdeckung in Bärstadt, würde ich noch dazu sagen. Ach so, Entschuldigung, genau, Verblüffende Entdeckung in Bärstadt. 2006, haben wir ja schon gesagt, 8.10.2006, Staffel 26, Folge 1. Und alle waren sie damals gespannt, was machen sie jetzt mit Löwenzahn? Peter Lustig hat aufgehört, was ist da jetzt möglich? Kann denn der Neue, der wird es doch eh nicht lange machen. Das ist doch, das Löwenzahn, das ist Peter Lustig, das ist doch gar nicht anders möglich, hat man sich damals gedacht. Ne? Ist das so? Na gut, kommen wir erstmal zum Text. Ich würde diesmal einfach beginnen. Okay. Wenn das okay ist. Das ist okay. Ja, hier hat mal einer gewohnt. Nachbar Paschulke stemmt die Hände in die Hüften und beugt Fritz Fuchs misstrauisch. Der ist von dem verlassenen Bauwagen ganz begeistert. Eigentlich soll er ihn samt Stuhltreppe, Dachterrasse und Freiluftbad entsorgen. Aber dann beschließt Fritz, selbst in das rollende Eigenheim einzuziehen. Seine Schwester Suse, Kioskbesitzerin Jasmin und Berner Sennenhund Keks helfen Fritz dabei. Doch ein fieser Schrotthändler will den Bauwagen lieber zu Geld machen. Ob Fritz am Ende wirklich in den Elchwinkel 23 einzieht? Fragezeichen. Ja, darum geht's. Es ist eine extra lange Folge und ich möchte es jetzt einmal ein für alle Mal vor allen Dingen an dich richten. Nicht jede Fritz-Fuchs-Folge ist so lang. Das war eine Einstiegsfolge, ja, um erstmal reinzukommen. Ja. Das ist auch eigentlich nur gerecht, denn wir haben auch mit einem langen Folge quasi geendet, ein Dreiteiler genau genommen. Davor gibt es eben die Reise ins Abenteuer, heißt der Dreiteiler, der bis zur Folge 200 geht mit Paschulke und Peter. Genau. Und das ist ja eigentlich auch ein langer Spielfilm und auch das erwartet uns heute. Und also das muss man wirklich so sagen, es ist ein Spielfilm. Das ist mir aufgefallen, auch so beim Gucken. Ich habe die Folge jetzt zweimal geschaut, einmal so ganz entspannt auf der Couch und einmal noch so ein bisschen mit einem kleinen Notizblock in der Hand. Und das habe ich mir tatsächlich auch mit aufgeschrieben zwischendurch. Habe ich dann irgendwann aufgeschrieben, so steht's hier, wirkt wie ein Film alles. Erst später redet er Richtung Kamera. Also am Anfang ist es eher wie so ein Spielfilm. Also wenn er da dann sitzt und am Bauwagen dann tüftelt, dann redet er schon mal eher so mit dem Publikum. Aber das kommt ganz langsam. Es ist eher erstmal so ein bisschen filmisch gemacht, ja. Ja. Und wir beginnen mit einem neuen Intro. Das würde ich gar nicht großartig besprechen, weil wir haben auch das alte Intro noch nie besprochen. Vielleicht machen wir das irgendwann in einer Sonderfolge. Aber stört nicht, oder? Also es ist ja wirklich die alte Melodie, ein bisschen neu performt. Ansonsten alles in Ordnung. Ich finde das schick. Und soweit ich weiß, hat sich das auch nicht großartig verändert. Also als ich vor einiger Zeit mal so eine ganz aktuelle Fritz-Fuchs-Folge geguckt habe, das war dasselbe Intro, meine ich. Also ja. Das fand ich ja mutig, dass sie Guido Hammesfahrer, der spielt den Fritz Fuchs, in das Intro auch mit eingepackt haben, ne? Also als wirklich reales Foto. Mhm. Aber wir wissen ja, dass Löwenzahn hat schon 200 Folgen auf dem Buckel, ist also möglich, gerade im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ist ja bekannt für lange, lange, lange Soaps. Und das ist Löwenzahn im neuen Stil. Es ist eine Soap, das kann man schon mal so weit sagen. Nochmal gut zwei Folgen hat. Ja. Und dann immer noch im Intro den alten, vor 15 Jahren, Guido Hammesfarb zu bilden. Aber er hat sich gehalten, das kann man schon mal sagen.
Ja, genau. Es ist auch in so einem Alter eingestiegen, wo man ja auch erstmal sich eine lange Zeit lang nicht so weiterentwickelt vom Äußeren. Ne? Also so ab 30 bis 50 bleibt man immer ungefähr gleich, glaube ich. Also natürlich, ja, dann, man sieht das so ein bisschen, aber... Dann Haare, Falten und allem. Die Unterschiede davor und dahinter sind auf jeden Fall krasser. Aber ich finde den Vorspann schön, ich finde auch die Melodie gut und es ist auch angemessen, weil man musste ja schon irgendwie, also man muss hierher bei dieser Sache, Peter Lustig hat aufgehört, es gibt kein Löwenzahn ohne Peter Lustig bis dahin. Man muss es ja irgendwie schaffen, es etwas Neues zu gestalten, aber nicht das Alte kaputt zu machen. Das ist ja nicht so einfach. Es ist alles, was bedeutet, dass man in große Fußstapfen tritt, einfach sehr, sehr, sehr gewagt und man muss alles sehr vorsichtig rangehen. Bevor wir zur Folge kommen, Fritz Fuchs selber, Guido Hammesfahr kenne ich jetzt aus Ladykracher. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ob du ihn vorher kanntest. Ja, ich kannte ihn aus Unter uns. Da hat er mal in den frühen 90ern eine Nebenrolle gespielt und hat auch was mit Kunsthandel zu tun und hat seinen Professor hat herausgefunden, dass sein Professor, der eine Hauptrolle war, Professor Albrecht für die alten unter uns Fans da draußen, hat herausgefunden, dass der seine Doktorarbeit gefälscht hat. Und da ist er eigentlich als fieser Typ in Unter uns mir bekannt gewesen damals. Aber jetzt inzwischen kenne ich ihn natürlich nur noch aus Löwenzahn. Okay, ich hatte seine Rolle aus Ladykracher sehr, sehr stark im Kopf. Und zwar so stark, dass ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass er jetzt auf einmal Nachfolger von Peter Lustig macht. Also er hat halt immer diese alberne Männerrolle Damals kanntest du ihn schon so stark daher, okay. Ja, er hat wirklich diese ganz starke alberne Männerrolle in Ladykracher gespielt. Und das hat sich echt in meinem Kopf festgesessen. Das war damals für mich sehr, sehr komisch. Ja. Aber Guido Hammesfahr ist im Gegensatz zu Peter tatsächlich Schauspieler. Das unterscheidet die beiden. Peter ist ja einfach so durch Zufall durchs Fernsehen gekommen, musste sich ein rohes Ei auf den Kopf schlagen. Guido Hammesfahr hat ein Casting mitgemacht, ist gelernter ist auf jeden Fall Schauspieler, viel am Theater auch gemacht und hat sich als Nachfolger beworben, musste eine kleine Prüfung bestehen und wurde es dann. Was auch Helmut Krauss, glaube ich, öfter mal in Interviews gesagt hat, ist, dass man natürlich mit dem Guido besser spielen kann, weil er halt mit einem Kollegen spielt und nicht immer auf das Gemümmele von Peter aufpassen muss, was der wieder aus seinem Text macht. Ist das so? Ja, okay. Das hat er ein paar Mal gesagt. Man hat natürlich auch versucht, hier das jetzt ein bisschen in eine andere Zeit zu bringen. Gehen wir doch einfach mal Stück für Stück die Folge durch. Kanntest du die denn vorher? Hast du die damals geguckt eigentlich noch? Ja, klar. Okay. Ich habe das schon verfolgt. Also Löwenzahn war ja damals für mich schon ein Thema und ich habe auch verfolgt, wie die Löwenzahn weiterging. Ich habe so die ersten 20 Folgen im Fernsehen geschaut, sonntags, und dann halt irgendwann den Faden verloren. Aber gut, das war auch der Zeitpunkt, in dem ich 18 wurde dann allmählich. Also ja, das ist so. Ja, da hat man dann auch andere Interessen, als jetzt noch Löwenzahn weiter zu verfolgen. Muss ich leider so gestehen. Wenn dann, das war ja sicherlich damals auch so am Anfang, dass man nicht so viel Peter Lustig mehr gezeigt hat. Ne? Also diese Classics, die kamen ja viel später, meine ich, erst auf. Ja, man hat dann wirklich nicht mehr, man hat sie ja generell schon sehr wenig gesehen. Also du warst auf gut Glück, hast du mal so eine alte Folge bekommen. Du hast halt die ganz normalen Peter Lustig-Folgen weiterverfolgt. Aber dann war erstmal Mau. Ja, das ist aber auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, um erstmal so das Neue zu etablieren und zu natürlich gucken, sonst funktioniert das. Ja, gut, also es geht los. Erstmal für mich jetzt natürlich vollkommen neu hier bei uns. Wir sehen mal was in 16:9. Weiß gar nicht, ob die Peter-Folgen wahrscheinlich die letzten auch, aber jetzt, also in letzter Zeit haben wir sehr viel alten Stuff geguckt, das ist gar nicht gewohnt. Die letzten sind auch in 4:3. Ja, okay, gut. 16:9. Auch in 4:3, also Peter komplett. Ja, okay, siehst du. Die sind komplett in 4:3. Mir auf jeden Fall aufgefallen, dass der Bildschirm hier mal ausgefüllt ist. Man sieht als allererstes Bild einen kleinen Frosch und einen Löwenzahn und halt den verwilderten Bauwagen. Und jetzt, du bist ja so ein Drehort-Spezialist. Ist das jetzt schon der neue Bauwagen von Fritz? Das muss ich leider sagen, weiß ich nicht, weil ich glaube, er ist es nicht. Er wurde nach dem Film, nach dem Drehen direkt in den Filmpark Babelsberg verfrachtet. Das, was wir da jetzt sehen, scheint, ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Er hat noch sehr viel von Peters alten Bauer. Ja, aber der wird ja auch später restauriert. Das bedeutet, das ist jetzt
Ist es ein Zwischending? Ist ja, es weiß das jemand da draußen ganz ernsthaft? Also die haben ja, man sieht ja, dass auch die Dachterrasse sehr zerstört ist. Die besteht aber im Filmpark Babelsberg, zumindest 2006 bestand sie wahrscheinlich wieder in festen Teilen. Mhm. Also ich würde sagen, es ist so ein Nachbau, so eine Kopie, ja, die sie dann mal schnell zerstört haben. Vor allen haben. Dingen, was sie ja können, das wissen wir ja auch schon seit den gesamten Lackschäden, die Peter hatte. Ja. Man kann ja diesen Bauwagen in Windeseile in eine reine Bruchbude verwandeln. Ja. Und das haben sie hier auch gemacht. Also hier klappert es ja an allen Ecken und kann selbst der Briefkasten ist ja nicht mehr in Schuss. Der übrigens jetzt vorne an der Straße ist, sonst war er ja auch gerne am Wagen. Naja, ja, das ist immer mal so mal so. Elchwinkel 23, wussten wir die Hausnummer vorher? Bestimmt. Also das Elchwinkel kam mir schon sehr bekannt vor. Ja, also klar, das schon. 23, müssen wir mal gucken. Dafür springen wir ja zu sehr hin und her. Vielleicht, vielleicht nicht, ich weiß nicht. Aber es war hier jetzt sehr präsent irgendwie. Ne? Dann müssen wir mal gucken, ob wir in den alten Peter Lustig folgen, das irgendwann entdecken. Aber was auf jeden Fall schon wieder anders ist, wir sehen nämlich Paul Schulke vor seinem Garagentor. Das Haus habe ich noch nie gesehen. Ja. Und dieses, wie heißt es, Hawaii-Hemd, was er da trägt. Ja gut, die trägt er ja ganz gerne. Ne? Also, ja. Und er zieht einen Bärstädter Anzeiger oder Bärstädter Zeitung aus seinem Briefkasten. Er hat auf jeden Fall jetzt das Haus, man sieht ja nicht viel, man sieht nur so ein Tor und diese unglaublich prächtige Mauer davor, wo auch dieser Briefkasten drin ist. Es sieht so aus, als wäre er auch zu Geld gekommen. Ich weiß es nicht, es gibt so einen kompletten Anschlussfehler, weil es endet, und das ist kein großer Spoiler der letzten Folge mit Peter Lustig, es endet mit einem Glas Rotwein am Bauwagen mit Herrn Paschulke. Ja, ja. Was dann passiert, wird uns in der Serie nicht gesagt. Auf einmal ist er lustig weg. Genau, das ist auch eine Sache, was, glaube ich, so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Man hat jetzt gar nicht erfahren als Zuschauer, was mit Peter Lustig ist. Man erfährt nur, er ist nicht mehr da. Paschulke sagt auch zwei, dreimal, ja, der hat hier mal gewohnt, aber das ist Schnee von gestern. Jetzt, das muss alles weg, das muss Zitat, alles weg. Vorbei ist vorbei. Genau. Als ob sie in einem Streit auseinandergegangen wären oder aber, es klingt schon fast, als wäre Peter gestorben. Ja, das wird einfach gar nicht so richtig klar, weil es passt ja eigentlich auch nicht zu dem Peter, den wir kennen, dass er diesen Bauwagen so verlottern lässt und einfach abhaut. Ja, da ist in der ersten Folge von Peter Lustig kennen wir, dass er gerne sein Haus einfach, er singt zwar nochmal lustig darüber. Oh ja, das Lied wollte ich auch nochmal hören. Mhm. Ja, naja, gut. Fritz kommt, jetzt muss ich immer, ich will immer Peter sagen, Fritz ja. kommt. An diesem Elchwinkel 23. Er geht durch das Tor und kommt aber, und jetzt freue ich mich endlich, den Podcast-Namen darin mal zu entdecken, er kommt hinterm Bauwagen raus. Also er geht durchs Tor, erstmal durch ganz viele Bäume und so weiter, weil der Gute, wir haben es im Einspieler, nicht im Einspieler, im Text schon gesagt, das ist ein Berner Sennenhund. Das ist die Rasse, die Keks ist. Keks, der Hund von Fritz Fuchs. Der rennt ja durch diesen durch dieses Grundstück, und auf einmal kommt er hinterm Bauwagen raus und sieht, dieses verlodderte Ding. Auch unrealistisch, dass der Briefkasten hinterm Bauwagen ist, ne? Dass man vorne reingeht, da ist der Briefkasten und dann ist man hinter dem Ding. Da auch schon wieder ein ganz großer Logikfehler. Aber es macht natürlich filmisch was her, dass man das erstmal so von hinten sieht und dann auch diese Dachterrasse, diese rosane Dachterrasse, die Farbe, die schafft er ja erstmal ab, wenn er das später renoviert. Ja, es macht natürlich was aus. Und dann guckt er sich diesen Bauwagen an, kann das nicht so richtig greifen. Was ist das? Glaubt er, das ist so eine Art Abenteuerspielplatz? Oder nennt das auch irgendwie Dornröschenwagen oder so? Was sagt er auch dazu? Sowas in der Dreh, Und guckt sich das erstmal an, und dann kommt ja auch schon ein paar Schulke dazu. Ja, genau. Er guckt ja in dieses Klohäuschen rein, versucht das aufzumachen, hat die Tür schon in der Hand, so motrig ist alles. Ja. Herr Paschulke kommt, fragt, was das hier für ein Hausfriedensbruch ist. Ne? Interessant finde ich, als Paschulke ist, im Hintergrund am Baum ist eine Leiter zu erkennen. Also man kann auf diesen Baum raufklettern. Da dachte ich mir, habe ich was verpasst? Also vielleicht hat er einen Gärtner, der sich um sowas alles kümmert. Also Paschulke sieht auch erstaunlich gut aus, finde ich, in dieser Folge. Gut, er ist immer noch wohl genährt, hat aber auch die Haare irgendwie schön, hat graue Haare, so einen Seitenscheitel gemacht. Aber gut geschnitten. Ja, genau, ist irgendwie ganz gut drauf. Und sagt ja auch dann, hier hat 25 Jahre lang hat hier jemand gewohnt. 25 Jahre, ist die reale Zahl, ja. Ja, das finde ich schon ganz nett, weil Peter-Anspielung gibt es ja hier durchaus. Ist ja nicht so, dass man auf jeden Fall
ihn vergessen hat. Also es wird immer so subtil angedeutet, dass Peter nicht mehr da ist, aber schon mal da war. Genau, na gut. Herr Fuchs lässt sich nicht beirren, gibt Herrn Paschulke die Klotür in die Hand und geht. Und kommt an einem sehr wichtigen Punkt vorbei, der die Fritz-Fuchs-Folgen prägt, nämlich dem Kiosk von Yasemin. Ja, habe ich auch gehört, dass die wohl jetzt öfter vorkommt in ganz, ganz vielen Folgen. Und eine, du hast ja vorhin ganz gut gesagt, ist jetzt so soapig oder wie so eine Daily Soap. Ja. Also es gibt jetzt mehrere Darsteller, die sich jetzt auch wirklich so durchziehen, ne, durch die Folgen. Ja, und man merkt es halt auch, dass es filmtechnisch ganz anders mittlerweile gestaltet wird. Also jede Folge, die danach kommt, ich habe mal so ein bisschen dann reingeguckt, wie die neuen Folgen ist, das hast du ja auch schon vorher mal gemacht. Es wird mit sehr viel Gegenschnitt gearbeitet, es wird mit sehr viel Dramatik gearbeitet und vor allem auch mit Musik. Sehr viel ernste, lustige, musikalische Untermalung, je nachdem, welche Art von Szene wir gerade sehen. Also es ist wirklich mehr eine kleine Soap geworden. Ne? Ja, das stimmt. Das stimmt. Und dann diese Yasemin, die taucht wohl bis heute auch immer weiter mit auf und hat da ihren Kiosk, wo er immer hingehen kann, sich Rat holen kann und sie hilft ein bisschen. Und ja, und da ist er jetzt bei ihr auch eher so zufällig gelandet, weil der Hund Keks schon wieder ausgerissen ist und dann halt bei ihr Unterschlupf gefunden hat. Und so lernen die sich dort kennen. Und wir haben dann ganz am Ende dieser kurzen Szene ja auch schon den Schwenk auf Ralf Richter. Ja. Der hier den Bösen spielt. Auch neu, dass wir mal einen richtigen Gegner haben. Den Schrotti spielt er, ja. Ja. Ralf Richter sagt mir sofort, und das bildet hier auch total ab, was nicht passt, wird passend gemacht. Auch. Mir auch, absolut. So, sofort im Kopf. Da tut er sich auch gar nicht großartig die Mühe, sich irgendwie anders zu geben oder zu verstellen oder äußerlich anzugleichen. Das ist Ralf Richter. Das ist genau die Rolle. Das ist die Rolle, auf den Leib geschrieben. Das passt auch ganz gut. Und also prinzipiell finde ich eigentlich immer blöd, gerade noch bei solchen Kinder- oder Jugendserien, wenn es so einen übertriebenen Bösewicht gibt, der dann alles zerstören will. Aber hier muss halt irgendwie ein bisschen Dramatik rein, offensichtlich für die erste Folge. Hätte es für mich aber als Löwenzahn-Fan nicht gebraucht, dass er hier jetzt so einen Gegner hat. Was der am Ende für einen Plan ausübt, da können wir ja nachher noch ein bisschen drüber sprechen. Also was der da noch versucht, dieser Ralf Richter, das ist ja alles abenteuerlich. Aber eigentlich braucht das für mich nicht. Also mir hätte es gereicht, wenn ein bisschen mehr Nostalgie drin ist, er das alles auf Vordermann bringt und nicht noch so eine große Dramatik drin ist, ja, klappt das alles oder wird das alles nichts? Kommt aber auch in den neueren Folgen häufiger vor, dass es immer so eine böse Lichtseite gibt. Auch immer mit Gaststars, ne? Viele Gaststars, ja. Als sie an diesem Kiosk sind, Yasemin ist ja, ich glaube, also sie ist Deutsche, ist in Deutschland geboren, iranische Abstammung, persischen Namen, glaube ich. Sehr schön, als wir sie am Kiosk sehen, hat sie so eine Schale mit Gebäckstücken. Das sind Zimits, die kenne ich sehr gut, das sind diese Sesamkringel. Kringel, ja. Ja, super, super lecker. Aber echt? Ich weiß nicht. Ich habe die noch nie gekauft, die sehe ich öfter in so Dönergeschäften und so. Aber hol die in einem richtigen, muss nicht türkische Bäckerei sein, aber du weißt ja, diese internationalen Bäckerei, südländische Bäckerei. Ja, die haben auch viele Kuchen und so da immer in der Auswahl, ne? Also ja. Baklava, also alles voller Zucker, aber diese Sesamkringel, die habe ich schon so oft probiert, selbst nachzubacken. Und was isst man dazu? Gibt es da einen speziellen Tipp? Du trinkst deinen Tee dazu meist. Achso, haben die schon so viel Geschmack in sich, dass man da gar nichts dazu braucht? Also je nachdem, welches Öl du nutzt. Ich habe das häufig probiert, irgendwie mit pflanzlichen, normalen Öl zu probieren. Nein, hol richtig gutes Sesam- oder Olivenöl und back die Dinger. Dann hast du den vollen Geschmack. Und gerade auch die Backwaren, die müssen richtig fluffig sein. Wenn du Simits, auch in türkischen Supermärkten, kriegst du die auch häufig. Da sind die manchmal aber steinhart. Deswegen lieber in der Bäckerei. Na ja, gut, habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Werde ich dann mal verändern. Ja, also das ist offensichtlich jetzt eine Dame, die, du wirst dir ja sicherlich auch sehr viele Fritz-Fuchs-Folgen wünschen in der Zukunft, werden wir Yasemin dann ja öfter sehen, das ist ja klar. Ich halte es nicht für ausgeschlossen. es hat ihr nämlich gefallen. Ich sage überhaupt nicht, dass ich die schlecht finde. Ich finde die Folgen alle sehr gut. Ob das jetzt was mit Löwenzahn zu tun hat, können wir drüber streiten, werde ich am Ende nochmal was dazu sagen. Aber die Folgen an sich mag ich sehr gerne. Nur, das ist halt, du musst das wirklich absolut differenziert betrachten. Die ersten 200 und ab 200 plus. Naja, genau. Diese Welt zu vermischen, ist schwierig.
Ja, genau. Weil es ist sehr viel, es sind neue Leute da und dann ist auch der Stil verändert worden. Es ist schon schwierig zu vergleichen, ja. Wir sehen in dieser ersten Folge mit Fritz Fuchs aber auch, wo er vorher gewohnt hat, nämlich in einem Mehrfamilienhaus mit einer ganz, ganz unangenehmen Nachbarschaft. Ein Spießerhaus. Ein absolutes Spießerhaus. Das Schlimme ist, ich kenne sowas nur zu gut. Ganz unangenehm, die Leute. Da kommt erstmal, kommt er rein, der Hund Keks läuft über den geputzten Boden und es wird sich darüber aufgeregt. Gut, ein bisschen verständlich. Ja, das finde ich auch. Aber dann kommt ja noch hier, ist das der Hausbesitzer oder ist das nur ein Nachbar? Ich weiß nicht, ob die beiden zusammen sind oder nicht, weil sie sagen ja beide zu ihm, sie passen nicht in unser Haus. So, also damit sorgen sie auch dafür, machen sich selber ja auch noch schwerer. Sie machen es allen schwerer, wenn sie jemandem sagen, sie gehören hier nicht hin. Ja, eine richtige Giftatmosphäre in der Luft, ganz furchtbar. Aber gut, Fritz weiß damit umzugehen, geht in seine Wohnung und da muss er, also das kann er gar nicht verleugnen, dass diese Aussage auch in der Tat stimmt, weil er hat eine Rundumleuchte, damit er die Klingel sieht. Ja, vor allem, er sagt dann auch noch, ja gut, ich meine, beim Schleifen und Bohren kommt es zum Geräusch. Also Schleifen und Bohren, Arbeiten in der Wohnung ist auch nicht so geil. Und mir ist auch aufgefallen, er hat eine relativ große Wohnung, zumindest hat er auch viele Bücher und so weiter. Das passt ja alles gar nicht später in den Bauwagen. Ne? Also was lässt das offensichtlich macht das wie Peter, lässt das meiste da und ja, nur da sehen wir gar nicht, wie es soweit ist. Nee. Das Schlimme ist, er hat ja nicht nur jede Menge Werkzeug und so weiter und so fort da, sondern auch noch ein Klavier im Zimmer. Das spricht ja noch mehr für Lautstärke, die etwas Zimmerlautstärke hinausgeht. Und was wir dann nicht nur sehen, dass es eine große Wohnung ist, sondern auch eine hohe Wohnung. Das ist ein Altbau. Ja, ja. Ich habe in Frankfurt sehr viele Altbauten kennengelernt. Hellhörig. Nur hellhörig. Also da hörst du Zimmernachbarn. Das spricht natürlich absolut nicht für seine Tätigkeiten. Nee, genau. Also dann ist das für die ja noch mal schlimmer, als wenn die quasi direkt daneben sind. Also das ist dann schon auch wieder verständlich. Nur die Art und Weise ist vielleicht. Aber vielleicht haben sie es ihm auch schon tausendmal im Guten gesagt. Wer weiß. Finde ich auch witzig. Dann kommt ja seine Schwester. Die klingelt ja, wie du schon sagst. Er sieht das Klingeln eher, als dass er es hört. Aber kleiner Gag. Seine Klingel sieht aus wie eine Säge. Das finde ich ja schon recht provokant, den Nachbarn gegenüber. Das muss ich mir ganz schnell angucken, das habe ich nicht mitbekommen. Sieht aus, die hat so Zacken dran, also als wenn es irgendwie so eine Handwerkersäge sein soll, dass man gleich sieht, hier wird gearbeitet. Seine Schwester heißt Suse und das war auch der Moment, wo ich mir aufgeschrieben habe, das wirkt alles wie ein Film und nicht wie Löwenzahn. Und sie sagt, sie hätte vor Jahren mal ein Grundstück gekauft. Also offensichtlich geht es um das Grundstück, wo der Bauwagen drauf ist. Und möchte dort Gerümpel abtransportieren lassen. Also kannte sie auch Peter Lustig dann, nehme ich mal an. Ja, und sie gibt uns einen Zeitraum. Ne? Vor Jahren ist ja schon mal ein bisschen mehr Input, als wir vorher haben. Meinst du, Peter Lustig soll schon seit Jahren weg sein? Aber die haben doch direkt ein Jahr später mit ihm angefangen zu drehen, oder? Oder soll das jetzt wirklich auch so ein klassischer, ja, jetzt ist Zeit vergangen, Schnitt sein? Das kann natürlich sein. Doch, ich glaube schon, ja. Okay. Gehe ich von aus. Naja, sie hat die Bitte, dem Brüderchen mal ganz kurz um einen Gefallen, ein bisschen Arbeit, ein bisschen viel Arbeit, nach meinem Empfinden, das Gerümpel aufzuräumen. Bin ich auch viel Arbeit. Also. Er nimmt das trotzdem an, was soll er auch? Er ahnt noch gar nicht, dass das der Bauwagen ist, wo er vorher war, sondern nimmt die Arbeit erstmal an, fährt dahin und stellt fest, ach Mensch, das ist ja der Dornröschenwagen, wo ich vorher war. Und will aber auch trotzdem erstmal den Auftrag ausführen. Ne? Stellt es vor allem fest, nachdem er erst davor steht. Also hätte man eigentlich schon, wenn man die Straße einbiegt, wäre mir das schon aufgefallen. Dass hier war ich doch irgendwie gestern schon. Hä? Er muss erstmal wieder durch das Tor gehen und dann feststellen. Na gut. Dann ist interessant, da gibt es ja einen Schnitt zum Nachbarn rüber, der sich das damit anguckt, direkt mit Schrotti, unserem Schrotthändler, Ralf Richter. Und der möchte ja am liebsten den Wagen gern verkaufen, weil er offensichtlich schon Käufer dafür hat. Und er sagt, das bringt eine Menge Kohle ein. Aber das, jetzt frage ich mich, ist das ein kleiner Gag, weil das Peter Lustigs Originalbauwagen ist? Deswegen ist der so begehrt, deswegen ist der so beliebt? Oder bringt dieser alte Bauwagen, den Peter schon ausrangiert gekauft hat, wirklich noch viel Geld ein? Es hat mich auch kurz hat mir ein kleines Fragezeichen über den Kopf gebracht, habe es aber abgestempelt als, ja, Antiquitäten-Sachen sind halt immer. Also du musst einen finden und der wird dir dann aber auch richtig viel Geld geben. Ob das auf
das bezogen ist, ich würde es anzweifeln. Das ist auf jeden Fall jetzt das Motiv, warum der Schrotthändler böse ist. Mhm. Denn er möchte um alles in der Welt vermeiden, dass Fritz Fuchs da einzieht und wird dann versuchen, das zu verhindern, damit er den bekommen kann und den abtransportieren und verkaufen kann. Mhm. Ja. Währenddessen sieht man Fritz, wie er sich das Ganze anguckt und er findet etwas. Er findet nämlich Fotos und stöbert diese durch. Sehr interessant ist, das sind die Pressefotos von den jeweiligen Folgen. Mhm. Die findet man auch gerne dann auf diversen Webseiten oder auf... Früher hat man sich die aus der Zeitung ausgeschnitten. Ja, genau. Wobei natürlich, wenn sowas ist, man sich als Zuschauer auch fragen könnte, naja, Leute, wer soll das denn fotografiert haben in der Serie? Ne? Der findet dann so Fotos, wo du denkst, ja, da war ja keiner dabei, der das Foto gemacht hat eigentlich. Wir dürfen den Moment nicht vergessen, wo der Wagen quasi ihn einlädt, reinzugehen. Also erstmal fängt er draußen an, den Auftrag von Suse auszuführen. Mhm. Und dass ich Namen wie Suse sage, ich fühle mich wie im ganz anderen Podcast. Und macht das erstmal so, aber dann geht ganz mystisch die Tür auf vom Bauwagen und er sagt, ach, das ist ja wie eine Einladung. Und geht dann rein und findet diese Fotos und dann ja, keimt in ihm so der Gedanke, naja, eigentlich könnte ich hier vielleicht ja auch wohnen. Das hat ja schon mal jemand gemacht. Er guckt sich ja sogar mit Paschulke zusammen die, die Fotos an. Und als er dann sagt, ja, ich könnte hier doch auch gut wohnen, erst da sagt Paschulke, nein, nein, auf gar keinen Fall. Und dann finde ich das interessant. Dann sagt er nämlich, ja, aber der Herr Lustig, das war ein Lebenskünstler, das war ein Original. Mhm. Bei dem hat er das akzeptiert. Der hat ja auch irgendwie noch zwischendurch gesagt, ja, der Lustig hat hier gar nicht so schlecht gewohnt. Ja, na? Stimmt. Aber dass der jemand Neues einzieht, das will er auch nicht. Ja, man, das gibt einem wieder so die Frage, was ist denn da jetzt nun passiert? Haben die sich jetzt zerstritten? Aber ja, jetzt er war ja auch gesagt, echt böse teilweise. Ja, irgendwie. Er wollte das alles wegschaffen, hat gar keine Nostalgie, vorbei ist vorbei und weg damit. Und natürlich für Fritz Fuchs auch schlecht, wurde eben noch von der Nachbarin angekeift, will jetzt woanders hin. Und da hat er auch auf jeden Fall schon keifende Nachbarn sicher, ja. Der ihn ja, auch nicht haben aber will. Aber so wie er seine Nachbarn in dem Spießer, Entschuldigung, in seinem Altbauhaus hat, so, wie hat mein Satz begonnen? Da es interessiert ihn genauso wenig, wie seine Nachbarn im Altbauhaus reagieren, wie es in seinem neuen, schon im Kopfhaus reagiert. Er sagt ja hier den Satz, ich ziehe hier ein. Das ist der Moment, in dem er erstmalig in die Kamera schaut und wir vom Sendekonzept abweichen. Paschulke in der Tat geht mit ihm die Fotos durch und er erzählt ja Geschichten, interessanterweise wirklich immer Geschichten, die es wirklich gab. Er erzählt ja, Folgen, stimmt. die es mit Peter Lustig gab, der Bakterien so als Beispiel. Ja, gut, Paschulke ist jetzt sichtlich nicht begeistert. Der Zuschauer hat ein Rätsel in sich und denkt sich, ja, aber jetzt irgendwie mögen die sich doch. Was ist denn jetzt passiert? Ist er jetzt doch gestorben? Fritz lässt sich nicht beirren, er kennt ja die Vorgeschichte nicht und hat eigentlich im Prinzip eine Entscheidung geschlossen. Er zieht da ein und macht sich die ersten Zeichnungen und jetzt schlägt aber wirklich das Herz für jeden Löwenzahn-Freund ganz klar auf, denn wir sehen quasi den Bauwagen in, wie soll man sagen, in Action. Ja. Ja, ja, genau. Jetzt geht's richtig los. Wie könnte man was daraus machen? Und das ist ja das, was mich an der zweiten Folge schon, also der zweiten Folge mit Peter Lustig, so sehr fasziniert hat, was Peter daraus macht. Und jetzt haben wir das quasi nochmal. Jetzt ist es wirklich in Vollendung. Später. Viel moderner. Er macht sich so eine kleine Zeichnung. Man sieht das als Zuschauer auch direkt animiert. Er überlegt sich, ach komm, er hat sich mal von dem Baldachin verabschiedet und hat stattdessen ein Segel sich überlegt. Danke. Allein dafür besprechen wir jetzt nur noch Fritz Fuchs heute. Danke. Er macht den Dachgarten, baut den ein bisschen um, will das Rosane da nicht mehr haben, macht einen Wintergarten rein hinten. Das finde ich eine gute Idee, das nach hinten auszubauen. Macht damit auch den Dach, die Dachterrasse oben größer, macht noch so einen kleinen Rausbau, um sich eine Badewanne da reinstellen zu können, dass es alles ein bisschen schöner wird. Er will auf keinen Fall ein Plumpsklo haben, das ist klar geworden. Ne? Er sagt ja nicht nur Ausbau, er sagt ja sogar Erker. Ja. Da musste ich ganz so, was ist denn ein Erker? Ja, Erker ist ja im Prinzip genau das, was er da hat, beziehungsweise was Peter auch schon hatte. So ein bisschen nach draußen noch wieder angesetzt wird. Ne? Ja, ja, so ein gläserner Vorsprung, in dem du dann halt, ja, also wurde auch als Wachposten früher mitgenutzt, ein Erker. Da musste ich aber ganz kurz erstmal nachgucken. Und er will ein Periskop haben. Er will ja auch noch rausgucken, wie aus so einem U-Boot. Ja.
hätte er sich mehr mit Peter befasst, hätte er gewusst, das wäre gar nicht nötig gewesen. Nee. Es geht auch eine alte Milchtüte. Wäre absolut gar kein Problem gewesen. Genau. Muss doch einfach nur überall ein paar kleine Spiegel anhängen, hat er sich gewusst. Genau. Die Milchtüte. Aber das, die Folge möchte ich auch noch mal gucken. Das ist noch gar nicht so lange her, ne? Wo wir gesagt haben, ja, statt der Milchtüte hätte er auch einfach selber kurz eben rüber gucken können. Ja, das ist, aber dann hat er ja ein Periskop damit gebastelt. Naja. Auf jeden Fall hast du vollkommen recht. Ich fand auch die Animation schön, wie das den Kindern vermittelt wurde. Pass auf, wir bauen das jetzt so und so um, weil so sehr verändert sich es ja gar nicht. Es wird ja gar nicht viel weggenommen. Es wird ja eher was herangesetzt und ein bisschen verschönert. Es gibt auch noch ein kleines extra Dachfenster für ihn ein bisschen mehr, was das Ganze ein bisschen imposanter macht. Und sein Hund kriegt ja auch noch eine kleine Hundehütte. Und die Idee ist sehr, sehr schön, finde ich. Vor allem stelle ich mir halt die Frage, er macht da ja wirklich alles neu. Die Frage ist, hätte er dafür den bestehenden Bauwagen gebraucht oder wäre es nicht vielleicht sogar besser gewesen, einfach mal komplett von neu anzufangen? Aber naja gut, er nutzt die Materialien, die er hat und macht sich da sein eigen Ding draus. Keine Ahnung. Also wenn schon Bauwagen sein muss, dann hätte er vielleicht auch lieber einen neuen nehmen sollen. Oder beziehungsweise. Ah, vielleicht fand er das ja ganz nett. Und das ist ja, okay, aber ich meine, so schrottreif wie das Ganze war, ist die Frage natürlich vollkommen berechtigt. Also die haben ja wirklich versucht, dass da war ja, wie viel Efeu ist da schon dran gewachsen? Ne? Fiel ja alles auseinander. Nicht mal Peters Bett konnte man noch hochziehen, selbst das ist direkt runtergekracht. Nun gut, er sagt dann aber auch allen Leuten, die dann da sind, direkt, also Paschulke, dem Schrotthändler, seine Schwester. Und auch jemanden von der Stadt irgendwie, dass er da gerne wohnen würde. Und dann sagen die, ja, aber dann müssen sie hier zumindest sich auch anschließen an alles Mögliche, zum Beispiel an die Wasserleitung. Aha. Geben ihm, ja, das kommt uns auch bekannt vor, ne? Aber ja, ne? Hatte Peter das nicht schon gemacht? Ja, eben, die Leitung müsste ja eigentlich schon bestehen, aber das sehen wir ja später, es gibt da ja anscheinend auch schon Leitung, also muss ja nicht komplett neu verlegt werden. Ich möchte mal ganz kurz zurückspringen, weil Fritz macht endlich das, was eigentlich zu einem Tiny House gehört, nämlich das Bett nach oben verfrachten, weil das Bett nimmt den meisten Platz weg. Das stimmt. Und da hat er wirklich klug gehandelt. Das gibt mir wahrscheinlich jetzt die letzte Möglichkeit, einmal nochmal über ein richtiges Tiny House zu sprechen. Was ja im Prinzip hier verkörpert wurde, schon vor 25 Jahren, beziehungsweise jetzt für uns noch viel, viel länger, vor fast 40 Jahren. Also ein Tiny House ist ein Tiny House, weil es sehr klein ist und der Sinn dahinter ist, dass man damit eigentlich auch umherfahren kann. Das haben sowohl Peter als auch Fritz sich ein bisschen verbaut. Natürlich ist halt der größte Punkt, wenn man stehen bleiben möchte oder weiterfahren möchte, Wasser, Strom, Gas, wie löse ich das Problem? Ich habe auf YouTube häufig eine YouTuberin verfolgt, Nessa Elessa, muss man jetzt nicht kennen, aber nur damit man weiß, woher diese Infos kommen, die sich eben selbst ein Tiny House mal gebaut hat und da war eben auch der Aspekt, dass man eigentlich damit mobil sein möchte, dementsprechend gibt es so kein fließend Wasser, da muss man sich dementsprechend immer irgendwo anklemmen auf Campingplätzen oder wenn man sich irgendwo fest niedergelassen hat. Bis dahin lebt man aus Kanistern. Mhm. Strom, ja, man kann sich natürlich mit Solarpanelen selbst behelfen, aber das damit eine Küche zu betreiben und seinen Rechner laufen zu lassen, ja, schwierige Sache. Gas wird mit diesen Propangasflaschen gelöst, die sind aber auch sehr schnell verbraucht. Das ist kein leichtes Spiel, die sind sehr teuer und es kann halt passieren, dass du eben dementsprechend nachts auch diese Gasflasche austauschen musst, egal ob es jetzt minus 20 Grad oder sonst irgendwas ist, dann musst du eben raus. Aber ich glaube, das kennt jeder, der mal auf dem Campingplatz war, ist auch nichts anderes. Bei Toiletten ist das nämlich sehr interessant, weil fließend Wasser, Toiletten, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn du kein fließend Wasser hast, es gibt diese sogenannten Trockentoiletten. Im Prinzip ähnelt das Katzenstreu. Du hast halt getrennte Kammern, du machst also quasi dein kleines Geschäft in einen Kanister, den du dann entsorgst und dein großes Geschäft geht in eine Plastiktüte oder andere Tüte, die mit einem gewissen Material gefüllt ist, das den Geruch komplett überdecken soll. Also meinst es gibt auch Katzenstreu. Meinst du? Ja, also das funktioniert bei Katzenstreu ja schon nicht.
Ja, das ist in der Tat schwierig. Es hängt auch immer ein bisschen darauf ab, wie du die Katze ernährst, wie der Mensch sich ernährt, würde ich jetzt auch mal so sagen. Nein, komplett funktioniert das natürlich nicht, aber darüber muss man sich im Klaren sein, wenn man darauf verzichtet, eine lange Leitung zu legen. Also das spricht alles für die Leitung. Die Frage ist natürlich berechtigt, warum man sagt, ja, wieso renoviert er das alles, wäre es nicht einfacher, dann was komplett Neues zu machen. Gut, aber also die Substanz ist ja da, er hat ja alles neu lackiert und hat das ein bisschen abgegradet, aber ja. Ja, gut. Er hat es halt irgendwie so für sich erkannt. Er hat gedacht, okay, ich bin vielleicht auch ein Tüftler und handwerklich habe ich ja einiges drauf, das haben wir ja gesehen. Klar. Und sagte, daraus kann ich was machen, das macht mir Spaß, ich fühle mich hier wohl, das ist ja auch wichtig. Ja. Was ich schon ganz zu Beginn oder wir alle wahrscheinlich gemerkt haben, ist, dass Fritz wirklich handwerklich begabt ist. Ja. Und auch mehr als kein, Peter. Peter war mehr so der Tüftler, ne? Und Fritz ist mehr so der Handwerker, kann man das sagen, weiß ich nicht. Aber so das Gesamtbild, das ist ein musikalischer, wir sehen ein Piano, junger Mann, der handwerklich nicht unbegabt ist und auch noch kreativ ist. Und jetzt sehen wir das in Spielfilmlänge. Ich dachte, ich gucke gerade eine Doku über Finn Kliman. Ja, ein bisschen, ne? Hat ein bisschen sowas, als wenn er da irgendwie da einen neuen Märchenwald aufbauen will. Mhm. Ja, das stimmt. Das ist nicht so weit entfernt. Gut, aber das Ordnungsamt ist da und bemängelt, dass man darin gar nicht wohnen darf. Genau. Also und etwas, das wir davor schon geklärt haben, dass man da eigentlich. Das ist alles schon längst gelöst. Sie geben ihm eine 2 Wochen Frist und Fritz sagt, ja, okay, gut, dann mache ich das, renoviert in Windeseile alles. Die Frage ist natürlich erstmal, warum darf man darin nicht wohnen? Weil das hat ja jemand davor 25 Jahre lang gemacht. Ja, vielleicht ist er in der Tat vorher irgendwie, es scheint ja wirklich ein großer Zeitsprung zu sein. Mhm. So sehr, dass der Bauwagen so verlassen ist. Da müssen ja wirklich dann eigentlich Jahre dazwischen sein. Ja, gerade auch wie Paschulke darüber spricht, als wäre das alles ewig lange her. Ja, nicht so, ja, da hat letzte Woche noch Herr Lustig drin gewohnt, sondern das ist ja eigentlich wirklich alles auch für ihn Schnee von gestern. Vielleicht deshalb auch ist er da so ein bisschen kühl. Vielleicht funktioniert das einfach alles nicht mehr. Man muss sich da auch neuen Auflagen vielleicht auch widmen, wenn man da als Neuer reinkommt. Also, dass man das mal überprüft, ist auf jeden Fall eine gute Idee, glaube ich. Bist du Freund von Eigenheim? Die Frage stellte sich ehrlich gesagt noch nicht in meinem Leben. Okay. Eigentlich nicht, ehrlich gesagt. Ich habe gerne nichts außer Geld. Aber das Gute beim Eigenheim ist natürlich, du kannst es wieder zu Geld machen und gibst es nicht irgendwelchen Vermietern. Also frag mal in 10 Jahren nochmal. Ja gut, also irgendwann ist natürlich die Frage gegessen, weil man dann keinen Kredit mehr bekommt, den du dann zum Lebensende abbezahlen kannst. Aber ja, wir wissen alle, Immobilie ist die beste Anlage, die du seit Jahren und auch aktuell und wahrscheinlich auch noch in naher Zukunft machen kannst. Mhm. Für mich ist es kein Thema, weil ich nicht so gerne mich auf diese Art vergrößern möchte von einem Eigenheim. Das wäre nichts für mich. Ich möchte kein Haus haben. Da möchte ich auch nicht. Mit Garten und so wäre auch gar nichts für mich. Ja. Eigentumswohnung wiederum ist mir zu blöd, weil ich kaufe dann eine Wohnung und mir gehört im Prinzip nur die Luft da drin. Ja, ist also, soweit ich gehört habe, auch sehr stressig, weil du natürlich auch immer Rücklagen bilden musst. Und wenn die anderen Eigentümer sagen, ja, wir wollen jetzt eine neue Heizung haben, ein neues Dach, dann heißt es ja, von ihnen gibt es 20.000 Euro schlichtweg. Ja, und du hast halt keinen Einfluss auf die Nachbarn. Also wenn du furchtbare Nachbarn hast, kannst du nicht sagen, ich ziehe aus, sondern dir gehört halt das Ding. Ja. Eigentumswohnung daher ist gar kein Thema. Und ich mag es natürlich ganz gerne auch zu sagen, okay, dann nehme ich jetzt halt, wir sind ja beide so leicht minimalistisch angehaucht, dann nehme ich halt meine 3 Koffer und dann wohne ich jetzt woanders. Ja, genau. Das finde ich eigentlich auch wichtig, die Idee. Und ich muss auch nicht mich darum kümmern, dass das Dach von meiner Eigentumswohnung, von meinem Eigentumshaus Eine solche Sache würde ich auch maximal abfacken. Das ist richtig. Und es ist ja auch erwiesen, dass es gar nicht so viel günstiger wegkommt. Klar, du hast dann ein Anlagevermögen letztendlich später, aber bezahlt technisch, finanziell gesehen, wirtschaftlich gesehen, zahlst du
vielleicht sogar mehr. Also es ist auf jeden Fall nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, dass man sagt, ja, ich zahle keine Miete mehr. Nee, das ist auf jeden Fall nicht so. Nee. Also nein, also was sowas angeht, würde ich auch... Gut, warum ich dich frage, ist natürlich, ich weiß jetzt nicht, wie das Ganze abläuft, weil das Ordnungsamt ja sagt, man darf da gar nicht wohnen. Ich habe das jetzt mal grob überschlagen. Erstmal, es gibt ein Grundbuch über Eigentümer. Mhm. Alles, was du da noch dran bauen möchtest, ein Carport, eine Garage, eine Terrasse, das braucht alles eine Baugenehmigung. Ja, richtig. Diese Baugenehmigung, das Ganze muss wieder abgerissen werden. Genau, diese Baugenehmigung, die muss sichtbar gehalten werden. Ne? Also wenn irgendjemand da vorbeigeht, der muss diese Baugenehmigung sehen können und wissen, dass das alles erlaubt ist, was da gemacht wird. Es gibt einen sogenannten Bebauungsplan, der auch vorgibt, wie viel Geschosse darf. Ja. Und vor allem, wie auch die Dachform ist. Das ist alles vorgeschrieben. Ja, ja. Und auch, wie viel Abstand du haben musst zur Grenze und so weiter. Du kannst sie nicht einfach auf deinem Grundstück ausbauen, wie du willst. Nee, das ist richtig. Ja. Ja. Und diese Baugenehmigung aus privater Sicht ist auf jeden Fall erstmal ein dreistelliger Betrag. Und du bist verpflichtet, einen Architekten hinzuzuholen. Tja, Leute, alles nicht so einfach. Aber gut, wir haben Einspieler, denn uns werden jetzt erstmal die langen Leitungen nochmal erklärt. Den fand ich ganz gut übrigens. Man sieht das nochmal so am Haus. Ich fand das auch interessant, die Formulierung von Fritz Fuchs, wie er sagt, naja, unsere Erde, worauf wir laufen, die ist eigentlich durchlöchert wie so ein Käse, weil da überall Rohre sind. Und tatsächlich ist das natürlich richtig. Das habe ich aber auch nie so im Kopf. Ne? Auch wenn ich so durch die Stadt laufe, ist für mich immer unter mir nur Erde. Aber das stimmt natürlich überhaupt nicht. In der Großstadt sowieso nicht, aber auch auf dem Dorf nicht. Und ich fand diesen Einspieler eigentlich ganz nett, weil da so eine Mischung war zwischen Real und Animation. Ich fand den ganz gut gemacht. Also deutlich besser, als was wir bei Peter Lustig gesehen haben letzte Woche. Das ist auf jeden Fall ein sehr dynamischer Einspieler. Ja. Da passiert ja sehr, sehr viel. Ja. Und das ist, sieht man auch so, dass das hier schon wirklich auf die Neuzeit geht, wenn man das noch so sagen darf, wenn es schon 15 Jahre her ist. Ist bewusst aber auch moderner gemacht. Also das ist wie der ganze Stil der Serie. Hat man gesagt, okay, wir verändern jetzt auch mal die Art der Erklärfilme. Ist auch vollkommen richtig. Wenn du mich fragst. Also das jetzt altbacken zu lassen, wäre absolut falsch. Ich habe mal jemanden angeheuert, der mir das Ganze ein bisschen analysiert, weil da geht's bei mir einfach, da hört es halt auch auf, ne? Also wie ich irgendwie was baue und wie das ein Grundbuch ist und ein Bebauungsplan, okay, kannst du googeln. Aber ich musste mal ganz kurz nachfragen, wie das denn da aussieht, denn Fritz hat ja auch so einen Schieberschlüssel in der Hand. Ja, ja. Ne? Also das kann er zwar haben, aber irgendwann hört es auf, nämlich ab dem Punkt der Absperreinrichtung. Die gehört nämlich den Stadtwerken, da hat er nicht dran rumzufummeln, das darf er nicht, das ist illegal. Die Abwasserrohre hingegen, die liegen in der Tat in der Verantwortung des Eigentümers, die er da hat, aber bis zur, und das hatten wir ja letzte Folge geklärt, was es ist, zur Grundstücksgrenze. Mhm. Ab da gehört es wieder dem Abwasserwerk. Also das, was er da macht, schwierige Sache. Also ich finde auch interessant, dass er versucht herauszufinden, ob die Rohre noch okay sind, indem er einfach ein kleines Spielzeug oder ein ferngesteuertes Auto nimmt, darauf eine Kamera schnallt und eine Taschenlampe und dann so 2 Meter nach vorne, 2 Meter zurück und dann sagt er, ah ja, alles klar, das funktioniert sehr gut. Ich meine, die Idee ist nicht schlecht, dass er überhaupt vor 15 Jahren das schon so macht, das ist jetzt Webcam-artig, das ist ja wie ein Livestream, den er sich da gerade hervorzaubert auf dem Bildschirm, finde ich ganz geil, aber das ist natürlich, aber man sieht halt kurz, dass da unten Rohre liegen und eine Maus wohnt. Und was für ein Rohr, das konnte mir dieser Insider natürlich ganz genau sagen. Das ist ein Rohr DN300. Das wollte ich noch fragen. Was für ein Rohr ist das? Ein DN300, ja. Das wusstest du doch. Das ist doch ein Ja, Rohr. Ich war nicht sicher. Ein BN3000. Das ist als Abwasserrohr eher sehr unwahrscheinlich. Und vor allem, wo dieses Rohr liegt, dass es ja da direkt unter der Erde ist. Also da ist ja beim nächsten Spatenstich schon eine Überflutung. Ja, quasi vorprogrammiert. Deswegen vielen Dank an Huki für diese Infos.
Also natürlich DN300, das hätten wir natürlich auch beide hinbekommen. Sonst hätten wir das recherchiert. Also ja, wenn wir das jetzt nicht rausgesucht hätten, hätten wir es recherchiert. Aber ich fand die Idee trotzdem ganz nett, dass man das da kurz zeigt. Da unten sind Rohre, natürlich hat das keinen praktischen Sinn. Und es gibt im nächsten Schnitt da ein Bild, das finde ich super süß, wie er nämlich fertig ist mit dem Umbau und oben auf dem Bauwagen, so auf dem Dach so liegt. Und das habe ich mir mal gescreenshottet, denn eine wesentliche Änderung hat er ja auch vorgenommen. Neben weiteren Fenstern und Erkern und so weiter und so weiter, hat er ja vor allen Dingen keinen Klaus Dieter. Ne? Ja. Stattdessen hat er da so ein kleines Häuschen, so ein Wetterhäuschen oder sowas rangehängt. Und er hat eine ganz tolle Stange, an der er runterrutschen kann, wenn er mal schnell runter muss. Sowas finde ich auch immer toll. Das war als Kind so ein Traum von mir, so eine Feuerwehrstange zu haben, wo man so runterrutschen kann. Seine ist ein bisschen wackelig, aber sie funktioniert. Er hat viele kleine tolle Sachen aufgebaut. Hier kritisiere ich etwas, was Peter auch falsch gemacht hat. Beziehungsweise er hat ja noch sein Bett ebenerdig gehabt, was aber eigentlich doof ist, weil es Platz wegnimmt. Aber dafür hat er ja diese Hochfahrlösung, damit dann, wie du ganz zu Beginn sagtest, die Leute mit ihrem Arsch sich da einsetzen, wo er seinen Kopf stimmt. Dann jetzt wieder hat. Aber das, was Fritz macht, das ist natürlich nicht für die Rente bestimmt, ne? Also das ist nicht zukunftssicher. Er muss ja an irgendeinem Rohr hochklettern, um ins Bett zu kommen. Ja. Und wenn er vom Dach, vom Balkon, wenn man ihn so nennen möchte, runter möchte, diese Feuerwehrrutschstange, das geht ja auch nicht lange gut. Nee, aber ich meine, das ist, selbst wenn er sich jetzt etwas mit dem Knie oder mit dem Fuß tut, ist das auch schon schwierig, ins Bett zu kommen. Also das ist jetzt nicht. Dann kann er ja in der Hundehütte schlafen. Die ist nur für äußerst. Ja, genau. Die auch genauso aussieht wie der Bauwagen. Und das finde ich übrigens auch einen ganz wichtigen Aspekt bei dieser ganzen Renovierung, dass man den Bauwagen trotzdem sofort wiedererkennt. Dass man die Tür grün gelassen hat, dass man diese Schubladen da hatte, diese orangenen, dass man die Stuhltreppe hat. Also man erkennt die da sofort trotzdem, es ist Peter Lustigs Bauwagen. Halt ein bisschen angepasst, aber auf den ersten Blick siehst du erstmal, ja klar, Löwenzahn. Das ist ganz wichtig, finde ich. Bevor dieses ganze Bauwagenunternehmen stattfindet, sieht man noch ein Kennzeichen an dem Bauwagen. BP3539, B Berlin. P könnte für Peter stehen. 3539, ich saß hier eine halbe Stunde und habe gerätselt, was 3539 sein könnte. Wenn P schon für Peter steht, was könnte 3539 sein? Das ist etwas Geburtsdatum. Nein, er ist 1937 geboren. Das hatte ich nämlich dann auch schon rausgesucht. Ja. Das wäre die genaue Mitte, macht aber nicht wirklich Sinn, weil dann hätte man einfach 1937 genommen. Es ist das Geburtsdatum von seiner Frau. Ich kann keine Lösung bieten. Ich bin verzweifelt, wirklich. Ich habe dann auch von Zahlen zu Buchstaben umgewandelt. Macht auch gar keinen Sinn. Querverweise gesetzt. Der griechischen die Mythologie warst du schon. Ja, das ist... Ich habe keine Lösung. Wer weiß, wofür 3539 stehen könnte, gibt uns gerne Bescheid. Ich bin ratlos. Solche Sachen sind ja immer gerne so Insider, ne? die keiner weiß, außer zwei, drei Produktionsmitarbeitern. So krass kann man da gut verstecken. Ich hätte auch nicht weiter danach recherchiert, wenn das P nicht drin gewesen wäre, aber Berlin und P, Peter? Aber ich habe keine Lösung gefunden. Außerdem steht das B auch nicht für Berlin, sondern für Bärstadt. Ach so, das tut mir natürlich leid. Ja, das ist, hätte ich das gewusst, hätte ich gar nicht erst angefangen damit. interessant ist ja, der Bauwagen ist dann fertig. Ungefähr ähnlich wie bei Folge 2 mit Peter Lustig, ne? Ich hab's und er ist fertig. Aber er baut das ganze Ding, bevor er überhaupt die Genehmigung hat, da zu wohnen. Ja, das ist, ja, stimmt. Eigentlich ist das sehr, sehr gewagt, so viele Sachen zu bauen. Es reicht ja eigentlich, würde man sagen, okay, ich mache ein paar Basics, dann kann ich heute Nacht ja schon mal schlafen. Und wenn ich die Genehmigung habe, dann fange ich an zu renovieren. Denn wir sind hier immer noch in Deutschland, ne? Egal wie schön es aussieht. Wenn die Genehmigung nicht da ist, wird das alles abgerissen. Vielleicht wollte er ein bisschen, vielleicht auch damit punkten, dass es auch schon fertig ist. Aber ich glaube, im Falle der Nichtzulassung durch das Wasseramt nützt es nichts, dass es schön aussieht. Schrotti ist trotzdem noch an dem Ding interessiert. Also anscheinend hat seine Abnahme kein Interesse daran gehabt, in welchem Zustand dieser Bauwagen ist, wie er gerade aussieht. Er will das Ding immer noch haben, obwohl sich da sehr viel verändert hat. Tja, das lässt immer noch rätseln, was jetzt damit ist. Damit ist deine Theorie auf jeden Fall weg, dass es der gute alte Peter Lustig Bauwagen ist, den man da haben möchte. Naja, wo ist immer noch der? Also, was macht Schrotti? Bei Nacht geht er aufs Grundstück und kappt die Rohre. Die Wasserleitung. Die Wasserleitung, ja.
Hier kommt Huki wieder ins Spiel, der natürlich sofort gemerkt hat, warum zum Teufel findet man die Wasserleitung so schnell? Mhm. Und vor allem, warum ist diese Wasserleitung nicht wettergeschützt? Denn sowas muss auch vor Frost geschützt sein und das ist sie in dem Zeitpunkt ja nicht. Und warum kann man die mit so einem, was ist das, so eine Heckenschere? Ja. Warum kann man die denn so einfach bitteschön durchtrennen? Was ist denn da los? Also, das ist nicht so ganz realistisch. Ah, okay, gut. Bin ich beruhigt. Trotzdem hat Schrotti ja Glück, denn nächsten Morgen sprudelt es aus allen Löchern, wie aus Maulwurfshügeln. Und vor allem wird ja noch gesagt, guckt sich einer diesen Fusch an, das wäre dem Herrn Lustig nicht passiert. Nee, der hat nämlich 25 Folgen lang gar keine Leitung gelegt. Der hat sich das geschnorrt. Ja. Haben Sie das denn vergessen? Dem war das doch egal. Ja, der Herr Lustig, der hat da immer den alten, also ich finde ehrlich gesagt diesen Bauwagen jetzt ein bisschen schöner als früher sogar. Also ich finde, Herr Lustig hätte sich ja ein bisschen mehr Mühe geben können, jetzt wo ich sehe, was möglich ist. Naja, gut, da kommen wir zu der These, die ich vor 11 Wochen schon mal aufgestellt habe. Wenn man schon sowas macht, warum nutzt man nicht eigentlich die komplette Fläche, die man zur Verfügung hat? Warum muss man sich da so komplett einengen? Man hätte ja noch viel, viel schönere Sachen machen können. Aber Peter hatte sich eins entschieden, die Badewanne draußen hinzustellen und sein Klo in den Schrank zu verpacken. Ja. Nee, also das hat Fritz in der Tat richtig gemacht. Ich finde es auch vollkommen, also ich finde es gut, so wie er es gemacht hat. Ja. Das Bett halt oben, dass er da sein, und darunter ist halt das Badezimmer, das dann auch eine Tür hat. Aber diese Rohrstange zum Bett raufklettern, naja, okay. Gut. Ja, das ist ein bisschen komisch. Ja. Naja, auf jeden Fall stellen sie fest, dass da irgendwie die Leitungen nicht ganz dicht sind. Er ist am Verzweifeln und überlegt sich ja, was mache ich jetzt? Geht erstmal wieder zu seiner neuen Kioskfreundin Yasemin. Mhm. Und dann kommen die auf die Idee, Mensch, da wäre doch eine andere Möglichkeit, an gutes Wasser zu kommen. Wir können doch einfach einen Brunnen bauen. In dieser Idee rächt sich der neue Stilmittel der Gegenschnitte, denn Fritz macht etwas, was man beim Film nicht machen sollte, ein Eis essen. Das ist wie eine Zigarette rauchen, wenn du mit Gegenschnitten arbeitest. Man sieht halt leider, im Gegenschnitt ist das Eis schon fast aufgegessen, während im anderen Schnitt er noch fröhlich die volle Kugel ableckt. Das kennt man von Zigaretten oder ähnliches. Das ist ganz, ganz furchtbar mit Gegenschnitten. Das funktioniert nicht. Sehr schöner Filmfehler, den man sich hier angucken kann. Er kommt darauf, die Idee, einen Brunnen zu bauen. Und jetzt ist die Frage, warum repariert er die Wasserleitung nicht einfach? Keine Ahnung. Ich meine, er hat ja gesehen, an welcher Seite es sprudelt, wo es rauskam. Ja, er hätte vor allem ist ja sehr offensichtlich, ne? Der Schrotti hat die ja sofort gefunden. Genau, und es ist ja sicherlich, wenn das so durchgeschnitten wird, auch sofort zu erkennen, was hier los ist. Also da muss man ja nicht denken, jetzt ist alles hier kaputt, sondern man sieht, ach guck mal, das ist auf, da auch, dann machen wir wieder zu, tauschen wir aus. Stattdessen macht er ein riesen Theater, besorgt sich alle möglichen Sachen, um einen Brunnen, um so tief runter zu, das hat ja schon Verhältnisse von der Vulkanfolge von damals, wie Paschulke da sowas da gebohrt hat. Also macht ein Riesentheater, will sich dann auch die Genehmigung holen und erfährt dann dort beim Wasseramt, ja, das dauert erstmal 3 Wochen. Er verspricht sich ja ein bisschen, natürlich absichtlich, ne? Sagt er, er will ja irgendwie so eine Wassergenehmigung und sagt dann irgendwie was anderes. Und dann sagt er dann, ja, ich hätte gern so eine Bescheinigung, dass ich mir in meinem Garten mal einen genehmigen kann. Das fand ich ganz witzig, weil das ein bisschen erwachsener ist. Ja, das versteht man als Kind wahrscheinlich überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Also als Erwachsener. Das ist natürlich sehr witzig. Fand ich das ganz letzter Einwand von Huki, weil wir sehen, dass er zum Wasserwerk geht, ist die völlig falsche Anlaufstelle. Man geht eigentlich eher zur Wasserbehörde. Woher weiß er das alles? Tja, das ist sein Gebiet. Deswegen. Ne? Man geht eher zur Wasserbehörde beziehungsweise zum Gesundheitsamt aufgrund des Trinkwassers. Ja. Also was er da beim Wasserwerk möchte, dass er eigentlich das Wasser aufbereitet. Okay, alles klar, keine Ahnung. Ja. Aber er geht ja zu rabiaten Methoden vor. Wenn das hier so lange dauert, dann lege ich mich mit dem Schlafsack vor die Tür. Wollen Sie das? Ja, genau. Er droht den quasi, aber auf eine echt einigermaßen charmante Idee, Art und Weise. Und dann habe ich erst gedacht, okay, jetzt gibt es ein bisschen was zu recherchieren, weil er trifft dann ja den Menschen, der dafür zuständig ist. Und der sagt, naja, als junger Installateur hat er dort die Wasseranschlüsse gelegt beim Herrn Lustig. Ja. Und da habe ich gedacht, ob das vielleicht aus Folge 2 oder 3 der Typ ist, ist er aber nicht. Aber das wäre aber natürlich richtig witzig gewesen. Habe ich auch nachgeschaut, Folge 3 genau genommen. Peter und die langen Leitungen. Ja.
das Erste, was mir eingefallen ist, das war doch der Schwätzer, der da so ewig rumgelabert hat an den langen Leitungen. Ja, das wäre allerdings wirklich toll gewesen, wenn sie es irgendwann dann geholt hätten. Weil so ist das einfach wieder so eine Geschichte, um irgendwie so einen Bezug zu schaffen. Aber naja, gut, ist doch egal. Vielleicht erwarten wir auch zu viel. Jedenfalls hat er auf jeden Fall Sympathiepunkte für Fritz, weil er ja Peter schon kannte und wusste, dass das da so geht. Und dann sehen wir schon wieder einen Clip, einen Erklärclip, wo man so ein bisschen das Grundwasser erklärt bekommt, wie das zu Trinkwasser werden kann. Und ich fand den sehr, sehr cool. Ja, ist natürlich etwas, was wir schon von Peter gelernt haben. Ne? Wenn Wasser durch ganz viel Steinen und Schichten fließt, dann wird es gefiltert. Dann klärt es sich selbst. Oder wie Peter sagt, knirscht noch ein bisschen. Falls du dich erinnerst. Ja, wir haben hier nicht, also jetzt würde ich aufhören zu sagen, dass es eine Bildergeschichte ist, weil das ist eine Animationsfilm. Ja, das ist so eine kleine, genau, man sieht erst so Leute in der Urzeit und dann sieht man, wie das Wasserwerk das macht. Und ich fand auch den Einsatz, naja, das heutige Wasserwerk macht das eigentlich auch nicht anders als die Leute früher. Holt auch einfach nur das Wasser hoch, filtert es noch ein bisschen mehr. Ich fand das ganz anschaulich erklärt, muss ich sagen. Und auch zügig, also im Vergleich zu dem, was wir jetzt auch schon gesehen haben, so ganz lang und elendig. Das ist wirklich auf den Punkt, gut formuliert, schön animiert, ich fand es auch hübsch und auch gut erklärt. Also das hat mich abgeholt tatsächlich, wie man heutzutage sagt. Ja, kann ich so unterschreiben. Interessant ist natürlich, dass es wirklich so eine Bildergeschichte ist, die animiert ist. Also man nutzt nicht einen Animationsfilm, sondern man hat so offensichtlich ausgeschnittene Bilderchen, die aber trotzdem digital animiert sind. Also quasi, man hat das Alte genommen und es neu aufbereitet. Wunderbar. Ja, fand ich auch schön. Ja, und dann kommen wir nämlich schon zu dem Moment, wo er sein erstes eigenes Wasser abzapft, was nun überhaupt nicht so gut ist. Die Frau vom Wasseramt kommt zur Prüfung. Er sagt auch noch, ja, das ist am Anfang natürlich noch sehr unsauber. Dann sagt sie, ja, das ist ganz normal. Trotzdem bietet er es ihr an. Ja, das fand ich auch sehr cool. Man muss aber auch sagen, er gräbt viel zu wenig. Also wenn du Grundwasser willst, dann musst du quasi weiter runter. Ne, das ist mit den paar Stichen, die er da gemacht hat, vor allem mit der Hand, Respekt, nicht so einfach gemacht. Ja, es muss was raus. Und jetzt ist nämlich, für die Leute, die es tatsächlich nicht geguckt haben, jetzt kommt nämlich so eine Szene, der Schrotti, der ist natürlich immer noch interessiert daran, dass das alles nichts wird. Er hat schon gesehen, okay, mein Trick hier hat nicht gut geklappt, jetzt will er sich einen Brunnen bauen, scheiße, jetzt kommt schon die Frau vom Wasseramt, scheiße. Fritz holt dann auch eine richtig ganz gute Wasserprobe, dann hat er doch schon sehr schnell sehr klares Wasser da abgezapft und die tun das in eine Flasche. Und das ist dann ja auch, die Frau gibt ihm ja zu verstehen, na, das wird schon klappen, hier ist gutes Wasser im Elchwinkel, machen Sie sich mal keine Sorgen, das klappt. Und der Schrotti muss natürlich jetzt gewitzt sein, CF. Interessanter Satz erstmal, das Grundwasser im Raum Elchwinkel ist super. Es stimmt generell, dass wir sehr gutes Grundwasser haben und das, was aus den Wasserwerken kommt, wirklich einer der saubersten Wasserqualitäten ist, die man sich wünschen kann. Es ist natürlich umso trauriger, dass man damit duscht und was weiß ich alles mit wirklich sehr, sehr guter Trinkwasserqualität. Aber schön, dass dieser Satz dadurch fällt. Ne? Versteht man natürlich nicht sofort, ist aber in der Tat eigentlich richtig. Und umso sauberer und schöner das ist, umso schlimmer ist, tut es, was Schrotti da macht. Ja, also, und da muss ich ehrlich gesagt zugeben, das habe ich heute erst gesehen. Als ich die Folge zum ersten Mal gesehen habe, da muss ich wohl genau in dem Moment abgelenkt gewesen sein von der Sekunde, wo er dann seinen Plan, er überlegt sich nämlich jetzt, ach du Scheiße, die zapfen jetzt ja wirklich Wasser ab, der steht ja kurz vor der Genehmigung, ich muss sofort das Wasser verunreinigen und klemmt dann kurz diesen Schlauch zum Rasensprengler ab, um eine Ableckungssituation zu schaffen. Und in dem Moment, wo die beiden ganz kurz die Flasche verlassen, sie lässt die ja auch dann dummerweise noch auf dem Tisch stehen, geht er dahin und pinkelt in die Flasche. Sag mal, wo sind wir denn hier? Also mich ganz schön runtergezogen, muss ich sagen. Ja, Realismus 0 Punkte, weil er hat eine Latzhose an. Das ist ein bisschen schwierig, die so schnell auszubekommen. Aber das ist natürlich absolut unterstes Niveau. Vor allem der Bösewicht auf diese Art und Weise.
Na gut. Jedenfalls kriegen wir dadurch ja dann gleich auch in der nächsten Szene erklärt, warum er die ganze Zeit irgendwelche Bonbons isst. Denn bei Schrotti ist es so, am Ende jeder Szene, wenn er irgendwas gesagt hat und dann kurz abgeblendet wird, isst er immer noch so ein Bonbon. Er bietet auch ein paar Schulke so ein Bonbon an, der ablehnt, aber er ist immer irgendwas am Essen. Das ist aber noch sehr, sehr wichtig ganz am Ende, um ihn zu überführen. Also es ist ein bisschen absurd jetzt, was jetzt alles kommt. Dadurch, dass er das paar Schulke anbietet, das greift ja schon quasi dazu hin, dass er ihn zum Mittäter machen möchte oder bösen Täter am Ende noch hinstellen will. Aber gut, vielleicht zu weit gedacht. Warum isst er diese ganzen Bonbons? Tja, man findet, warum auch immer sowas getestet wird im Labor, erhöhten Pfefferminzanteil in Wasser. Ja, also dass sie das Urin feststellen, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sagen, okay, das ist in so einer hohen Menge hier drin, das ist vollkommen unmöglich. Das kann nicht aber aus von unten kommen. Was wird genannt? Nitrat und Ammoniak oder irgendwas? Ja, das habe ich jetzt nicht mit aufgeschrieben. Aber sie haben ganz schnell festgestellt, dass da Urin drin sein muss. Und gut, da ist zum Glück, weil erstmal kommt ja die große Verkündung und dann lesen sie vor, ja, die Genehmigung wird nicht erteilt, aber dann sehen sie, was eigentlich da tatsächlich los ist und dann stellen sie das mit dem mit der Pfefferminze fest und in dem Moment ist er auch gerade wieder eine Pfefferminze. Ja, so ein Zufall. Ja, und dann ist er überführt. Also da muss ich sagen, also es ist natürlich trashig, aber auch eben nur trashig. Ja, also das ist ein bisschen merkwürdig. Ja. Aber es ist gut gemacht. Es ist gut gemacht, genau. Und am Ende sagen sie auf eine gute Nachbarschaft und auf die Zukunft. Auch ein ganz wichtiger Satz, denn damit unterstreichen sie auch nochmal, dass es hier jetzt weitergeht und wir nicht jetzt nur nostalgisch bleiben, sondern dass Löwenzahn weitergemacht wird. Ne? Ja, und Paul Schulke hat gemerkt, es gibt miesere Leute als Fritz anscheinend. Und ich glaube, er kann damit erstmal leben. Aber ich glaube auch, dass das, was Fritz mit diesem Bauwagen geleistet hat und generell gezeigt hat, dass er jetzt nicht der faule Hund ist, wahrscheinlich zu den Sympathiepunkten zählte, weil das gleicht ja auch ähnlich Peter, ne? Ja, genau. Ja, ja, so endet die Folge. Fritz und sein Hund Keks gehen auf eine Wiese und laufen noch mal ein bisschen, gehen noch mal eine Runde um den Block. Und Friede, Freude, Eierkuchen. Sehr wichtiger Satz. Wir drehen noch mal eine Runde, ist das neue Abschalten ab sofort. Dann, ach so, das stimmt, das sagt immer, er immer am Ende, ja? Kommt immer zu Keks. Ich weiß nicht, was ihr noch macht, aber wir drehen noch eine Runde. Das ist das neue Abschalten. Ich finde, damit verbaut man sich so ein paar Szenen, zum Beispiel, wenn man nachts endet oder abends endet, ne, bei Dämmerung, dann den Satz noch zu bringen. Ich weiß nicht, wie oft das passiert, aber nun ja. Vielleicht war Abschalten auch zu kritisch. Ich habe mal recherchiert. Ich bin sicher, dass sie sich das überlegt haben, was sie damit machen mit diesem Kultsatz, ja. Ja, weil Abschalten, also es gibt verschiedene. Es gibt vor allem zwei Interviews mit Peter Lustig, die sich kontern. Weil bei einem sagt er, das gab nie Ärger, das zu sagen. Bei einem anderen sagt er, es gäbe mal Probleme mit einem nachfolgenden Politmagazin. Die hätten das nicht so witzig gefunden. Ich weiß nicht, Aussage gegen Aussage, vor allem Aussage von dem gleichen Herrn stellt sich gegenüber. Tja, man weiß es nicht. Aber es wurde sich auf jeden Fall dazu entschieden, Abschalten nicht mehr zu bringen, sondern dazu zu animieren, mit dem Hund nochmal rauszugehen. Ja, und ich meine, das ZDF-TV, vielleicht hat man sich das überlegt und gesagt, okay, das ist viel zu viel Peter Lustig und eigentlich wollen wir auch gar nicht mehr, dass die Kinder abschalten. Wenn, dann sollen sie bitte noch dranbleiben. Das wird sicherlich eine bewusste Entscheidung gewesen sein. Ja. Und einen neuen Satz, du hast recht, der ist nicht so gut. Ich weiß nicht, was ihr jetzt macht, aber wir drehen noch eine Runde. Aber er animiert ja wenigstens indirekt auch zum, ja, mach doch auch mal was anderes. Also. Ja, im Prinzip. Gut, jetzt haben wir schon fast eine Stunde gesprochen. Ist ja aber auch knapp. Im Prinzip zwei Folgen, die wir gerade besprochen haben. Das ist eine Doppelfolge. Ja. Genau, also eben. Ja. Und wir haben drei tolle Rubriken, die wir auch in unserer Fritz-Fuchs-Staffel von Hinterm Bauwagen hier abfeuern wollen. Und eine fängt an mit dem Lerneffekt. Ja, der Lerneffekt. Das ist so fies. Eigentlich müssen wir die Bewertung abschalten, weil das ist ein Spielfilm. Das ist so fies. Ja, und könnte ich sogar mit leben, dass wir diesmal nicht wirklich bewerten, weil in der Tat geht es ja eher so darum, wie
schlagen wir den Bogen zu Fritz Fuchs. Denn ja, in den späteren Fritz Fuchs-Folgen, da geht es ja immer wieder um ein Thema. Und da kann man den Lerneffekt natürlich, hier ist wenig zu holen. Da hast du vollkommen recht. Wir lassen wir zumindest den Lerneffekt hier mal heute raus. Ja, das, wir bewerten den schon. Ich will die durchgehende Statistik, aber diese Zahlen spiegeln das überhaupt nicht wider. Das ist also. Ja, also Lerneffekt ist hier nicht viel zu holen. Also ich habe eine 4 aufgeschrieben. Ich habe auch eine 4 aufgeschrieben. Also wie gesagt, dieser Grundwassereinspieler, der ist ja sehr schön gemacht. Ist immer wieder so kleine, viele Dinge, die gar nicht über ein Einspiel erklärt werden, sondern einfach so. Man sieht ja zum Beispiel, wie die Prüferin dieses Wasserrohr einmal anflammt, ne, damit es keimfrei ist. Ist realistisch, ist wirklich so. Deswegen, das wird halt mal ganz kurz so nebenbei mit erwähnt. Es gibt schon ein bisschen was rauszuziehen, aber ja, wir haben ja hier kein Thema. Nee, und das wird sich halt bei Fritz Fuchs natürlich verändern. Ja. Er ist sogar eigentlich inzwischen noch viel themenfixierter, als Peter es je war. Also da ist auf jeden Fall noch einiges zu machen. Dann lassen wir das erstmal bei der 4. Ja. Dann, oh Gott, ich würde es am liebsten überspringen, aber wir müssen es leider tun. Ja, klar. Du wolltest die Statistik. Realismus. Tja, und ich glaube, das ist noch gut gemeint, wenn ich sage 2 Punkte, weil eigentlich sind wir uns ja alle einig, gerade mit dem behördlichen Gang, gerade, dass man das innerhalb von ein paar Stunden den Bauwagen so herrichtet. Dann, dass seine Schwester nur ausgerechnet das Grundstück hat. Ja, aber das mit dem Pinkeln. Ja, aber setz dich, und vor allem den Pfefferminzwert im Labor fest, aber setz dich doch mal vor einem Spielfilm und versuch den nach Realismus zu bewerten. Das funktioniert nicht. Ja. Guck dir eine Staffel Prison Break an und sag mir, dass das realistisch ist. Also ich hab auch hier eine 4 gegeben. Also es wird ja nicht gezaubert, so dass ja schon mal viel wert ist. Ach so, es hätte noch ein Zauberstab gefehlt für eine 2, okay. Ja, es ist für eine 4 reicht das für mich. Also was habe ich nochmal gegeben bei Paschulkes Tomatengeschichte? Eine 1, ne? Ja, da war ich auch ein bisschen hart. Also das wäre auch so eine gut gemeinte 3 gewesen. Ja, da müssen wir jetzt nicht noch Freunde drauf rumreiten. Also. Hier ist eine 4, ich kann hier mit einer 4 leben, weil das ist... Es ist ja auch nur eine 4. Es ist jetzt ja keine 9 oder 10. Also eine 4 ist ja schon nicht sehr realistisch, aber eben auch nicht, ist noch nicht komplett absurd. Also ja, wie gesagt, das ist eine, du kannst keinen Kurzfilm bewerten, aber gut. Ich lasse dir die 4. Gut, das mit dem Zaubern ist gar nicht so unrealistisch, weil wir auch ja Folgen haben, in denen Tiere sprechen und was weiß ich alles. Insofern. Lass ich dir deinen Zauberstab auch noch als Kritikpunkt schicken. Naja, und realistisch ist ja auch, dass er sich in diesen Bauwagen verliebt und da eine Idee entwickelt und dass er da Lust zu hat und das dann versucht und dass er da aus der alten Wohnung raus will und so. Also das zähle ich auch alles mit rein, die Motivation kaufe ich ihm ab. Sie haben ja keinen großartigen, sie sind ja nicht auf einmal auf Lanzarote. Nee, also genau, ich kaufe ihm die Motivation auf jeden Fall mehr ab, als die anderen Wetten, die Peter und so schon, wofür die sich schon um Kopf und Kragen geredet haben. Also ist okay. Es regnet gut. Punkte jetzt. Ja, denn eines kann man bei einem Kurzfilm, Spielfilm auf jeden Fall bewerten und das ist die Unterhaltung. Kurz machen? Also ich habe eine 9 gegeben. Oh, okay, ich hab volle Punktzahl. Das ist ja, super. Ist doch gut. Also was willst du denn da noch? Also die haben ja wirklich alles rausgeholt. Das ist super. Also eine wunderbar unterhaltsame Folge, auf jeden Fall. Auch beim zweiten Mal gucken, überhaupt nicht langweilig. Also ich finde den Bogen auch gut gespannt. Also man muss ja irgendwie, es wäre ja auch komisch, wenn man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt hier Löwenzahn einfach mit jemand anderem. Man muss ja auch irgendwie so eine Geschichte stricken, damit das Ganze irgendwie in die neue Zeit geführt wird. Und das haben sie gut gemacht. Es ist wirklich keine Sekunde langweilig, muss ich auch sagen. Auch beim zweiten Mal schauen nicht. Ja. Das ist und sie haben ja auch Peter-Elemente eingebracht. Er ist ja zum Wasserwerk gegangen. Sowas hätte Peter auch gemacht. Er kommt mit allen gleich ins Gespräch. Es war schon löwenzahnhaft. Ich habe mir dann noch eine etwas neuere Folge Löwenzahn heute angeschaut und kann sagen, ich habe immer noch die Elemente wiedergefunden. Ein Bösewicht, immer noch Fritz Fuchs, der natürlich jetzt so ein bisschen mehr Falten hat, auf jeden Fall. Aber immer noch so spielt, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Wirklich
er macht das sehr, sehr gut. Mhm. Es sind die Soap-Elemente, die wir schon festgestellt haben. Ich habe jetzt eine Folge erwischt. Aber erklärt heute, er ein bisschen mehr? Ja, das wollte ich gerade sagen. Ich habe eine Folge erwischt, in dem es nur einen Mini-Einspieler gab. Und ansonsten war das halt wirklich eher ja, Soap-Geschichte, die mir erzählt wurde. Das fand ich ein bisschen... Also da wäre der Lerneffekt zu kurz gekommen, aber gut, das haben wir im Raum Peter auch. Ja, vielleicht habe ich ja. da, ne? Ja. Aber Löwenzahn haben sie gut weitergeführt, alles perfekt. Gut, dann können wir uns auf jeden Fall auf weitere Fritz-Fuchs-Folgen hier in diesem Podcast freuen, indem wir auch mal mittendrin besprechen können oder mal Pusteblume besprechen können. Wir haben ja Möglichkeiten, das ist ja klar. Möchtest du ein bisschen Feedback haben? Ja. Was ich beim letzten Mal schon vorlesen wollte und ich vergessen habe, ich gucke da aber nicht so oft rein, bei iTunes haben wir schöne Bewertungen bekommen. Bei iTunes, da kann man ja im Vergleich zu Spotify, kann man ja auch Sterne abgeben, die dann auch so gewertet werden, dass man sagen kann, okay, dieser Podcast hat so und so vielen Leuten gefallen. Und da hat zum Beispiel Jules geschrieben, bitte mehr davon, ich liebe diesen Podcast, jeden Montag eine neue Folge, als wenn es uns schon jahrelang gibt. Dann hat Soli Max geschrieben, schöner Podcast zum Mithören. Ja, genau, dafür ist es gedacht. Und er schreibt noch, eure Stimmen sind sehr entspannend, perfekt zum stundenlangen Zuhören. Vielen Dank. Also auch da gerne, kriegen wir das auch mit. Und da sind so Bewertungen, glaube ich, auch ganz wichtig. Ne? Andere Podcasts, die sagen aber, bewertet uns bei Apple, bewertet uns bei iTunes. Das, ja. Ich find's auch gut, dass du das gefunden hast. Stell dir mal vor, wir hätten die ganze Zeit schlechte Kritiken und hätten das ein halbes Jahr später erst festgestellt. Wäre möglich, ja. Ja, oder irgendwelche konstruktiven Vorschläge und wir ignorieren das die ganze Zeit. Apropos Kritik, bei YouTube kriegen wir am meisten mit. Das ist auch gut, das finde ich auch am schönsten, die Kommentare dort, weil man direkt sieht, auf welche Folge die sich beziehen. Der Stefan hat geschrieben, wir haben ja letzte Woche die Folge Nummer 10, Peter, der Nachbar und der Zaun oder so hieß die Folge, ne? Mhm. Ja. Wir haben es genannt bei uns Peter, der Nachbar und die Einspieler. Das ist eine kleine Vorabkritik schon mal. Und er hat geschrieben, das einzig Interessante an der Folge, also an der Löwenzahn-Folge, ist die Tatsache, dass der noch namenlose Paschulke sagt, wir waren mal im Urlaub. Er scheint also schon mal vor Peter Lustig auf Reisen gegangen zu sein. Das hält er für das einzig Interessante. Dann aber, was Paschulke angeht, wurden wir auch ein bisschen zurechtgewiesen von einem Shisha, vielleicht heißt er aber auch Sascha, Sashi, man weiß es nicht genau. Der hat geschrieben, das ist eine Folge, die ausschließlich von dem Hype lebt, einem Hype, den sie gar nicht verdient, denn weder war das die erste Folge von Helmut Kraus als Nachbar, das war ja Folge 3, die haben wir auch schon besprochen. Ja, da ist er ganz kurz aufgetreten, genau. Noch hieß er Paschulke, sein Name war Opitz, das erfahren wir aber erst in der Folge Peterchens Mondfahrt. Aber da muss ich sagen, ja, das stimmt, ich habe mir die Szene angeguckt aus der Folge Peterchens Mondfahrt, da nennt er ihn Opitz. Möglicherweise wird er dann hier in Folge 10 auch schon Herr Opitz geheißen haben, aber es war ja trotzdem der Nachbar. Also richtig, aber er hat natürlich vollkommen recht, auch ich habe diese Folge lange Zeit auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte, der Nachbar, jetzt lernen wir Paschulke kennen. Ja, das stimmt. Ja, das ja, ist so. Vollkommen richtig. Und dann, wir wurden alle enttäuscht. Ja, auch ich habe Feedback bekommen, dass Leute, die sich diesen Podcast angehört haben, vorher die Folge angeschaut haben und schon gedacht haben, oha, wenn die das jetzt positiv bewerten, ich fand die Folge total furchtbar. Und ja, so haben wir es dann ja auch gesehen. Ja, also ist vollkommen richtig. Das mit Opitz habe ich bei Wikipedia vorher gelesen, ist mir vorher sonst gar nicht aufgefallen. Aber es gibt auch wirklich in dieser Folge Peter ins Mondfahrt so eine, da sitzt Peter an seinem Tisch und dann kommt er und sagt, ach, Herr Opitz. Ja, also möglicherweise ist dieser Name Paschulke und die ganzen Kauzigkeiten, die Paschulke in sich trägt, sind wahrscheinlich dann erst entstanden. Aber sie haben sich möglicherweise gedacht, naja, dann nehmen wir doch den Helmut Kraus, ja, der ist ja schon da. Seine Casting-Folge, aber nicht die Nachbarfolge so. Genau, und das passt dann natürlich auch, dass man hört, dass er irgendwie Kinder hat und so und später Paschulke nicht mehr, wenn das zwei verschiedene Charaktere sein sollen. Okay, das schreibt der Stischer auch, dass das dann wohl damit zusammenhängt. Aber ja, also diesen Hype um die Paschulke-Premiere hat diese Folge offensichtlich nicht verdient. Dann schreibt der Kalle, dass das wohl die politischste Folge war und eine der wenigen Folgen, in der er Herrn Paschulke recht geben muss. Grenzen sind schon sehr wichtig, auch aus psychologischer Sicht. Sie sorgen für Frieden in einem klar definierten Gebiet. Das finde ich übrigens auch. Ja, in der Tat richtig. Es kommt natürlich immer auf den Lebensraum an. Also gerade in Dörfern hat man absolut nichts dagegen, wenn man im selben Haus wohnt, aber sich einen Garten teilt. Da fängt ja auch keiner an, jetzt irgendwie so sein Gebiet einzuordnen. Ne? Hier ist mein Apfelbaum, hier ist meine Liege, du hast da hinten den Sandkasten oder so. Also
Aber klar, an sich sind Grenzen, ist privater Raum unfassbar wichtig. Ob man da jetzt rabiaten Zaun aufstellen muss, der noch nicht mal undurchsichtig ist, sondern halt so ein Maschendrahtding ist. Okay, gut. Ja, der Malte hat da geschrieben auch noch, man muss bei der Folge auch bedenken, dass Grenzen damals eine viel größere Rolle gespielt haben als heute. Es gab nicht nur Grenzkontrollen in andere Länder Europas, es gab auch innerdeutsche Grenzen, die innerdeutsche Grenze, das auch mit keinem Wort erwähnt wird. Das stimmt. Also da ist natürlich auch richtig. Die haben das... Ja, diese Folge ist einfach nicht gut, diese Folge 10. Da kann man nichts machen. Ja, das hätte man wahrscheinlich sehr gern erklärt, aber man musste leider 8 Minuten lang den Sascha zeigen. Ja, genau. Den alten Sascha. Mhm. Genau. Und dann grüße ich Christian Kruse, offensichtlich neuer Hörer, der geschrieben hat: Danke für euren Podcast, der mir wirklich gut gefällt. Bin mit Löwenzahn aufgewachsen, kann mich aber tatsächlich an keine konkrete Folge selber erinnern. Ist nur so ein Gesamteindruck der Serie. Und ein Ausflug zu Fritz Fuchs oder mittendrin findet er auch schön. Und er hat geschrieben noch den Ausdruck Brummifahrer oder Brummi für LKW, wie da an dem Grenzfilm, hört man heute auch nicht mehr. Das stimmt. Brummi sagt keine Sau. Habe ich ehrlich gesagt nicht mitbekommen, was das gesagt wurde. Ja, du hast ja auch geschlafen bei den Einspielfilmen. Ja, das ist richtig. Ja, was heißt also... Ich habe halt gedacht, ich habe aus Versehen umgeschaltet. Ich bin nicht mehr bei Löwenzahn. Ja. Ändern wir das nächste Woche? Sind wir nächste Woche wieder bei Löwenzahn oder wo sind wir jetzt? Oder bleiben wir? Ich habe noch ein Feedback. Oha, sorry, ja, mal los. Jens schreibt, er hat mir nämlich sofort ein Foto eingesandt von einem Grenzpunkt, ne, der in der Erde... Ein Grenzstein. Ein Grenzstein, wo drauf steht sogar Grenzpunkt. Also wirklich, und das ist aus dem Garten seines Vaters und ja, ist so ein kleiner, leicht goldene Farbe, ist es Stein oder ist es Metall, man weiß es nicht genau, eingebuddelt, aber nicht tief, sodass man wirklich mit so ein bisschen Haken und ein bisschen Gras den finden kann. Ja. Sehr schön, ich habe das wirklich vorher noch nie gesehen, wirklich. Ah, ich bin jetzt darauf erpicht, irgendwo in irgendwelchen Dörfern, in irgendwelche Grundstücke einzubringen. Ich sehe hier eine neue Sammelleidenschaft. Du, ich habe Grenzsteine aus ganz Grenzsteine. Bundesweit habe ich Grenzsteine. Nein, ich möchte das nur wirklich mal in der freien Welt da draußen finden. Ist denn finden. Da auf diesem Grenzstein auch was eingraviert, dass man sehen kann, von welcher Grenze das ist? Nee, da steht nur Grenzpunkt drauf. Ah. Ja, gut, dann ist das nicht so eine geile Sammelleidenschaft. Aber, na gut, okay. Egal. Ja, genau, da ist noch das Wappen drauf oder was hast du jetzt erwartet? Ja, was weiß ich, Schulstraße 1, Grenze. Nee. Und dann kannst du nämlich irgendwann, so nach 20 Jahren, schreibst du einen Brief zu einer Familie und dann schreibst du, wissen Sie eigentlich, wer über all die Jahre all ihre Grenzsteine geklaut hat? Nee, wissen wir nicht, weil wir wussten nicht, dass die existieren. So. Ja. Und er schreibt, er ist früher hier in Hamburg von Harburg nach Tiefstack, das ist im Süden Hamburgs für alle etwas weiter außerhalb, da verlief nämlich das Gebiet des damaligen Hamburger Freihafens und das hatte strenge Zollbestimmungen, also viel strenger als der heutige Seezollhafen, also mit Zufahrtskontrollen und es gab halt dementsprechende Ein- und Ausfahrt, Reglementierung, eine zeitliche Reglementierung. Und wenn er etwas länger im Büro war, dann musste er als Radfahrer nach Feierabend 3-mal so lange nach Hause fahren, weil dieses komplette umzäunte Gebiet eben nicht mehr passierbar war. Also das zum Thema Grenzen und Zäune. Interessant, da hoffe ich, dass er rechtzeitig Feierabend hatte. Ja. Gut, du möchtest wissen, wo geht die Reise hin? Natürlich wäre es jetzt gerne. Es wäre nur vernünftig, jetzt entweder die Folge zu nehmen, in der Peter bei Fritz Fuchs einmal auftaucht. Das ist ja der wahre Abschied von Peter Lustig. Es wäre nur vernünftig, vielleicht die aktuellste Folge von Fritz Fuchs einmal zu nehmen, damit wir uns wirklich Sonntagmorgens. Ja, aber du bist ja nicht vernünftig, das wissen wir ja. Du bist ja absolut unvernünftig. Aber ich habe natürlich auch lange gezittert, als du immer wieder Fritz Fuchs angekündigt hast und hast es dann auch wahrgemacht und ich frage mich, vielleicht muss ich dich vielleicht ein bisschen wieder abholen. Ja. Vielleicht muss ich dir Peter zurückbringen. Ja, komm. Und daher habe ich mal ganz kurz unsere allererste Podcast-Folge gehört, welche Folgen du in Erinnerung hast. Und ich habe einfach die genommen, die du als allererstes genannt hast. Warte, die mit dem Stäbchenfisch.
Folge 30 auf der Suche nach dem Stäbchenfisch, ja, das ist von so gut. 1984. Das ist so gut, weil die habe ich natürlich als Kind nicht gesehen, 1984. Aber es gab irgendwann mal so in den 90ern im Kika oder als es vielleicht hieß auch noch Kinderkanal zu der Zeit, gab es auch so eine Strecke mit Löwenzahn, alten Folgen. Und da habe ich das mal auf Video aufgenommen. Da habe ich zum ersten Mal, es gehört zu den ganz ersten Folgen, die ich überhaupt von der Urzeit von Peter Lustig gesehen habe, dass ich überhaupt gesehen habe, oh, Peter Lustig war auch schon mal jünger. Ich kannte ihn halt immer nur so als Älteren. Und die habe ich, glaube ich, auf Videokassette ein paar Mal geguckt. An den Inhalt kann ich mich trotzdem nicht mehr so grob erinnern, weil ich damals auch so viele Folgen gesammelt habe. Aber es war so, dass er den Stäbchenfisch sucht, aus dem der Fischstäbchen gemacht wird, in dem Denken auch, dass der so aussieht wie ein Fischstäbchen. Und ich meine, er ist auch da am Wasser und mit irgendjemandem dann da auf Fischertour. Da freue ich mich sehr drüber. Das war gut. Dann hast du mich wieder abgeholt, auf jeden Fall. Ich schaue ja nicht in die Folgen rein, die ich aussuche, weil ich das ja immer noch unfair finde. Ich weiß daher nicht mehr so ganz, was vorkommt. Ich weiß aber, dass er irgendwann so ein Fischstäbchen auf ein Blatt Papier legt und Flossen darum zeichnet. Ja, genau. Das ist so absurd. Fischstäbchen haben mir damals auch heute noch, aber damals auch sehr, sehr gut geschmeckt, muss ich sagen. Und ich fand auch diese Thematik, mal so ein Fischstäbchen anzugucken, fand ich toll. Das fand ich gut wieder. Fischstäbchen. Ja, sprichwörtlich. Wie das gemacht wird und so, das war für mich, ich fand das spannend und ich fand Fischstäbchen war für mich ein Grundnahrungsmittel als Kind. Und damit hat die Industrie ja alles erreicht, weil Fischstäbchen ist ja genau für Kinder ausgelegt, damit du sie dazu bringst, mal Fisch zu essen. Etwas, was sehr viel Eiweiß, sehr viel Ballaststoffe hat. Ja, und dann sagen natürlich dann wieder alle, ja, das ist ja kein richtiger Fisch. Das ist ja, nur in Form gepresster Seelachsfilet mit ganz viel Panade, genau. Und dann ist ja eigentlich so ein Riesenblock nur. Remoulade oder Mayonnaise dabei und das ist ja, mit Fisch hat das auch gar nichts zu tun. Reden wir nächste Woche drüber. Freue ich mich sehr, das ist eine gute Folge, ja. Ich danke dir auf jeden Fall, dass ich Fritz Fuchs auf diese Art und Weise jetzt einmal nochmal kennenlernen durfte. Aber es war doch trotzdem interessant. Also ich habe ja, wie du mitbekommen hast, dadurch auch ein paar andere Folgen von Fritz Fuchs angeschaut. Wer das auch machen möchte, die ZDF Mediathek, holt euch einfach die TV-App auf dem Fire TV-Stick oder im Smartphone-Tablet und stöbert einfach Löwenzahn durch. Die haben nahezu alle Fritz Fuchs-Folgen online. Also wirklich erstaunlich. Es ist wunderbar, sich da einmal durchzuforsten und ich habe natürlich eine Folge gefunden, die heißt Essen, da muss ich natürlich sofort draufklicken, insofern. Ja, die Folgentitel, die sind dann alle so, dass es heißt, so ein Schlagwort und dann so Essen, die geheime Leidenschaft oder... So wie Deutschland seine Filme benennt. Ja, genau. Es muss ein Schlagwort, und dann mega langer, dummer Titel danach kommen. Ein mystischer Satz, ja, genau. Ja, fein. Dann würde ich sagen, ich gehe jetzt hier mal unter das Segel, ne? Und guck mal, was Fritz Fuchs hier in seinen diese Schubladen getan hat, die ja noch geblieben sind. Und ich gehe mal in den neuen Wintergarten. Stelle ich ein paar Pflanzen rein, dann haben wir nämlich ein Atrium und machen es wieder richtig schön gemütlich. Und wir hören uns nächste Woche wieder. CF doch tatsächlich dazu gebracht, jetzt hier mit mir mal Fritz Fuchs zu besprechen. Lange habe ich darauf gewartet, aber ich kann schon mal eins spoilern, aber nicht dem CF weitersagen. Beim nächsten Mal wünsche ich mir gar keine weitere Fritz Fuchs Folge, sondern was ganz, ganz anderes. Also ich weiß ja nicht, was ihr jetzt noch macht, aber wir drehen jetzt noch eine Runde. Tschüss.